Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier mit dem Train-Simulator Classic. Und wer einer meiner letzten Train-Spotting-Videos gesehen hat, weiß auch, wo wir gerade sind. Also hier wäre jetzt offiziell der Bahnhof Innsbruck-Messe. Aber ja, vielleicht wird das mal entworfen hier vom Team vom RSSLO, aber ja, egal. Also hier der Bahnhof Innsbruck Messe, vielleicht in der Zukunft oder in einem Update vom RSSLO. Nichtsdestotrotz fliegen wir schnell zum Innsbrucker Hauptbahnhof, genau. Ich glaube, eigentlich steht jetzt Innsbruck Hauptbahnhof, aber ja. Da steht halt nur Innsbruck, aber ja, man kennt es. Und wir übernehmen heute die S-Bahn Tirol, Baureihe 4024 und die Reihe 4024 hier von Innsbrucker Hauptbahnhof, nicht nach Freilassing natürlich, ne? Das wäre viel zu weit von Innsbruck aus. Na, wir fahren heute die S2. Von Innsbruck Hauptbahnhof nach Ötztal. Ein Szenario vom Felix RW aus dem Relsim Forum. Und wir steigen hier mal ein. Lassen hier im Innsbrucker Hauptbahnhof die Fahrgäste zusteigen. Ja, es wird langsam düster. Wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile Herbst. Herbst und ja, da wird es schon um 6, 7 finster. Und im Winter, sagen wir, um 4 Uhr schon finster am Abend, also. Ja, es kann nur besser werden. So noch. Da sind wir ja am Innsbrucker Hauptbahnhof. Wir sehen hier den Bergisel. Die Bergisel-Sprungschanze sehen wir dann auch noch. Wir brauchen das Instrumentlight. Okay, na, das Instrumentenlicht. Also nicht da bei den Musikinstrumenten, sondern hier im Führerstand. Und so. So, AFB technisch können wir die ja dann einschalten, wenn wir dann ausfahren. Das ist jetzt der Fall. So, wenn das hier blau leuchtet, dürfen wir auch schon ausfahren. So, nächster Halt wäre dann Innsbruck Westbahnhof, genau. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Zug nach Ötztal. Oder rechts haben wir soeben die bekannte Sprungschanze gesehen.
Nächster Halt, next stop, Innsbruck Westbahnhof. Sehr geehrte Fahrgäste, wir bitten Sie, unbenützte Sitzplätze von Taschen oder Jacken freizuhalten, damit auch neu zugestiegene Reisende einen Platz finden. Vielen Dank für Ihre Rücksichtnahme. Und auch kommt eine weitere 4024 entgegen. Da links eine Railjet-Garnitur. Ich bin schon wieder mal hier ein bisschen zu schnell eingefahren. So, einsteigen bitte in die S2 nach Ötztal. Was haben wir jetzt? Okay, jetzt geht's. So, nächster Halt wäre dann Öls. Natürlich ist hier auch die SIFA aktiviert und die BZB. Links eine 1116 im Railjet Design, okay, zwei sogar. Nächster Halt, next stop, Völs. Rechts, da ging's auf die Mittenwaldbahn. Ob hier sind dann 110 erlaubt. Vor uns geht die Sonne unter. Es ist 18.05 Uhr. Hier in Tiroler Umland, hier in der Nähe von Innsbruck, in Völs. So, unsere erste Schutzstrecke. Erreichen wir in Kürze unseren nächsten Halt, Völs.
Und wir erreichen den Bahnhof Wölz. Aber eins muss man schon sagen, die Bahnhöfe baut RSSNO wirklich nicht schlecht. Weiter geht's, die Türen schließen. Nächster Halt, Next Stop, Kematen in Tirol. Servus, Kollege. Oh, nächster Halt, Kematen in Tirol, natürlich. Weil Hill Kematen gibt es ja auch auf der Rudolfsbahn. Wir sind ja hier in Tirol und das ist nicht in Amstetten und ja, deswegen Kematen in Tirol. Und willkommen in Kematen in Tirol. Ein kürzer, aber schneller Güterzug. Der hier gerade durchfuhr. Nächster Halt, Zirkel.
Nächster Halt, next stop, Zirchl. Ziel erreichen wir in circa 2,5 Kilometern. Aber ich sehe auch in der Ferne schon alles grün. Also nicht nur die Wiese hier, sondern auch die Signale leuchten in der grünen Farbe. Und man erkennt sie recht gut, finde ich. Also Hut ab. Anscheinend schon alles LEDs. In unseren nächsten Aufenthalt. In der Abenddämmerung hier in Tirol. Einsteigen. Es geht in Kürze weiter hier. Nächster Halt Inzing, aber das werden unsere Fahrgäste gleich auch selbst hören. Nächster Halt, next stop, Inzing. Genau, Dankeschön für die Ansage. Kommt wieder eine Garnitur der Reihe 4024. Servus. So, dann erreichen wir in Kürze Inzing.
Oh. Wir halten wieder. Willkommen in Inzing. Oh, es geht weiter nach Hatting. Und wir erkennen an den Bäumen hier links, es ist doch Herbst oder Frühling. Das Szenario wurde am 15. März 2018 veröffentlicht, also vermutlich ist es hier gerade Frühling im März 2018. Nächster Halt, next stop, Hatting. Aber jetzt ist die Sonne schon verschwunden. Ja, vor uns. Weiter geht's, die Türen schließen. Nächster Halt, next stop, Flowerling. Oh, in der Abenddämmerung über die GBAs hier Richtung Felstal in der S2 mit der Begleitung SIFA
die mich fast, ja, erschreckt hat. Na, Spaß. So, unseren nächsten Aufenthalt erreichen wir. Wir sind schon im Bahnsteig da vorne kommen. Servus, Kollege. Willkommen in Flauring, was? Flauring. Okay. Ein Ort für mich dann. In der Fahrgastansicht geht es nun weiter nach Oberhofen. Nächster Halt, Next Stop, Oberhofen im Inntal. Aber schön die Berge im Sonnenuntergang so idyllisch rot eingefärbt. Ich sehe da was Gelbes in der Ferne. Schon ein modernerer Bahnhof hier in Oberhofen.
Weiter geht's, die Türen schließen. Und die Fahrgäste nehmen Platz. Frei mit Geschwindigkeitseinschränkung 60. Nächster Halt, Next Stop, Telfs Pfaffenhofen. Umsteigmöglichkeit zum Stadt- und Regionalverkehr. Telfs Pfaffenhofen? Und die Türen öffnen sich auf der rechten Seite. Oh, weiter geht's. Richtung Ötztal. Mit unserem nächsten Aufenthalt in Rietz. Servus, Kollege. Und nächsten Halt erreichen wir in 3,2 Kilometern. In circa 2 Minuten.
In Kürze erreichen wir den Bahnhof Rietz. Hier mal der Ausstieg links. Dann geht es in Kürze weiter Richtung Ötztal. Unser nächster Halt wäre dann Stams. Oder Stams eigentlich. Was ich die Türen. Die Türen schließen in Kürze, es geht weiter. Nächster Halt, Next Stop, Rietz. Nächster Halt, Next Stop, Stams. Lust. Stams erreichen wir in circa 2 Minuten, 3 Kilometern. Aber die Strecke hätte einmal ein Update nötig. Irgendwann einmal. Weiter geht es in Kürze Richtung Ötztal. Also einsteigen. Es geht in Kürze weiter. Nehmen wir auch noch die Fenster an sich. Natürlich.
Einsteigen. Vorsicht. Zug fährt in Kürze ab. Auf Gleis 3. Da steigen viele Leute ein und aus. Einsteigen. Wahnsinn, was hier für Fahrgäste einsteigen. Ist hier halt irgendeine Veranstaltung oder? Ja, die essen, ne, Leute. Der altbekannte Train-Simulator. Und seine Fahrgäste. Entweder aussteigen oder einsteigen, bitte. Es geht in Kürze weiter. Wenn dann alle Fahrgäste eingestiegen, ausgestiegen sind, dann. Würde ich denn gerne weiterfahren? Hm? Aber ich glaube, es wären schon weniger. Nein, wir sind nicht in Wien. Müssen wir das abbrechen oder fahren wir halt noch weiter oder? Wo gehen die alle hin? Aha, okay. Okay. Wenn wir das von oben anschauen, dann sehen wir das Fahrgastaufkommen am Bahnhof von
glaube, Leute, wir müssen abbrechen oder werden schon weniger Fahrgäste. Könnten wir heute noch nach Ötztal fahren? Ansonsten müssen wir leider beenden. Aber ja, also, liebe Fahrgäste, bitte einsteigen. Der Zug fährt in Kürze weiter. Es ist ja nicht Hochsommer, wo die Touristen unterwegs sind. Also wenn wir um 46 noch nicht wegfahren, dann werden wir leider beenden müssen, weil wahrscheinlich gibt es irgendeinen Bug vom TS her wieder mal. Und ja. Deswegen schaut das nicht mehr so rosig aus. Wir können zwar die Türen schließen, aber die Fahrgäste verstehen das natürlich nicht. Hier irgendwie in der virtuellen Welt des Train-Simulators. Auch wenn es schon langsam weniger wird. Trotzdem steigen noch immer einige Fahrgäste ein und aus. Jetzt stehen wir schon 9 Minuten hier am Bahnhof von Stams. Oder Stams. Und warten hier auf die Ausfahrt. Ich glaube, unsere Fahrt endet heute in Stams. So, sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund unvorhersehbarer Probleme in der virtuellen Welt des Train-Simulators können wir derzeit unsere Fahrt nicht fortsetzen. Wir bitten um Entschuldigung. Na Leute, ich sag, es war's für heute mal mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Leider hat dieses Video jetzt ein schlechtes Ende genommen. Eigentlich wollte ich euch mit euch heute bis Ötztal fahren. Aber aufgrund von ja, zu vielen Fahrgästen hier ein bekanntes Bug vom Train-Simulator. Ne? Diese Bilder kennt man eigentlich nur aus Wien. Von der Stammstrecke.
So, Leute, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, bis bald. Bleibt gesund und tschüss. Sagt der Markus, auch wenn wir halt nur in Stams angekommen sind und nicht nach Innsbruck. Ja. Bis bald, bleibt gesund und tschüss.